68 war eine Bewegung von unten, vorrangig zumindest. Natürlich gab es auch staatliche Modernisierer oder auch in der Industrie vielleicht Sympathisanten, die da ihre Produkte verkaufen wollten. Aber erstmal hat 68 davon gelebt, wie viele wollten, dass Leute ihre Sache in die eigenen Hände genommen haben. Und zwar nicht nur in Berlin oder Frankfurt, sondern auch in der Provinz, ja, in der bayerischen Provinz, in der niedersächsischen Provinz, in Bonn oder sonst wo. Und das, denke ich, kann man auf jeden Fall lernen. Daran kann man auch anknüpfen. 68 hat natürlich auch Folgen, die man vielleicht nicht so toll findet. Man kann ja auch sagen, viele Sachen, die es heute gibt, wie Selbstbestimmung, wie flache Hierarchien, das sind ja Sachen, die man auch auf die 68er zurückführen kann, die aber gleichzeitig auch Bestandteil vom Neoliberalismus oder von modernen Herrschafts- oder beziehungsweise Management-Technologien ja auch sind. Und jetzt kommt es ja zu so einer komischen Verschiebung, dass man sozusagen als Linke hergeht und sagt, okay, ich muss mich jetzt angesichts dieser Angriffe, die von rechts kommen oder auch von Dobrindt, zum Beispiel von der CSU, muss ich mich auch mit dem Thema natürlich nochmal beschäftigen. Und ich muss mir natürlich auch nochmal reflektieren, wie ich mich dazu stelle, weil man sich ja jetzt vielleicht auch mit Leuten gemein macht oder mit denen dann sozusagen ach, die Errungenschaften von 68 verteidigt, wo man in anderen Fragen, zum Beispiel in der Friedenspolitik, mit den Grünen zum Beispiel oder auch was Hartz IV angeht, natürlich nicht einer Meinung ist. Also da gab es schon, denke ich, eine Verschiebung. Also unser Fokus bei dem Thema ist, dass es ein globales Phänomen ist und dass es auch Bezugnahmen gab. Also global heißt erstmal, es hat nicht nur in Deutschland, Frankreich und wegen mir in den USA stattgefunden, sondern im ganzen globalen Norden, wie man heute sagen würde. Es gab auch ein 68 in einigen Ländern Osteuropas, also am bekanntesten ist ja Tschechoslowakei und Jugoslawien. Und es gab auch 68 in Mexiko, in Südamerika, in Afrika teilweise, Südafrika. Wir werden einen Beitrag zum Senegal haben. Und diese Länder, natürlich nicht alle und auch nicht durchgehend, haben natürlich, oder die Akteure und Akteurinnen haben natürlich miteinander kommuniziert. Ja, also Leute aus Deutschland waren in den USA, haben da die Bürgerrechtsbewegung kennengelernt und haben diese Erfahrung wieder mit zurückgenommen nach Deutschland. Es wurden Texte übersetzt aus verschiedenen Sprachen, zwischen Ost und West, zwischen Nord und Süd. Und es wurde auch wieder angeknüpft. Das ist ja auch so ein Momentum, was sehr stark mit 68 verbunden ist, zumindest in Deutschland. Dass ja an die marxistischen und auch an die feministischen Traditionen, die es ja gab, die aber verschüttet waren aus der Zeit vor 1933, an die auch wieder stark angeknüpft wurde. Also dass Literatur wieder ausgebuddelt wurde, dass es Raubdrucke gab, dass auch selbst etablierte Verlage marxistische Klassiker ohne Ende aufgelegt haben, dass die Frauen entdeckt haben, oh, es gab schon mal eine erste Frauenbewegung, auch eine proletarische Frauenbewegung vor 1933, teilweise vor 1914. Das war ja so ein Wiederanknüpfen und das war ja eine riesen Lesebewegung. Und das ist was sich teilweise im globalen Maßstab auch widerspiegelt, dass natürlich dann Leute auch wieder sich diese Debatten zum Beispiel um Rätekommunismus, um Räterepublik, um Sozialisierung, um Wirtschaftsdemokratie, auch allein um Partei, was heißt Partei überhaupt heute, sich wieder angeguckt haben. Welche historischen Erfahrungen gibt es da aus der Zeit des Faschismus, aus der Zeit vor 1933, aus der Zeit der Kommunistischen Internationale und, und. Und das sind Transfers, die wir ganz spannend finden, zu sagen, wie orientiert man sich zeitlich zurück und wie gibt es so einen Austausch von Ideen und auch von Personen, wobei wahrscheinlich mehr von Ideen als von Personen, eben zwischen unterschiedlichen Weltregionen. Und teilweise war ja in einigen Ländern wie in Mexiko zum Beispiel oder auch in der Karibik oder auch war das auch eine große Bewegung. Also die waren sozusagen personell stärker, jetzt wenn man es umrechnet, als zum Beispiel der SDS oder die APO jetzt in Westdeutschland. Es war ja ein allgemeiner gesellschaftlicher Aufbruch. Es war ein Aufbruch in den Betrieben, vor allem zum Beispiel unter den Lehrlingen, die einfach ein anderes Leben wollten, die sich auch von den etablierten Parteien, von Gewerkschaften auch nicht mehr vertreten fühlten. Ja, die gesagt haben, so, wir wollen auch lange Haare haben, wir wollen auch ein Jugendzentrum haben. Und das hat ja auch ein bisschen kollidiert mit dem, was sozusagen die klassische alte Linke, nennt man das heute, was die so propagiert hat. Die alte Linke war ja sehr diszipliniert, hat halt für höhere Löhne gekämpft, aber die 68er, wie sie im Nachhinein dann genannt wurden, wollten ja mehr Kulturrevolution und sozusagen ein anderes Leben haben. Denen war das ja nicht genug zu sagen, okay, ich mache zwar dieselbe blöde Arbeit wie vorher, aber ich kriege halt 15% mehr Lohn. Die wollten ja ein anderes Leben. Das ist ja ein fundamentalerer Anspruch, als er vorher sozusagen propagiert wurde. Ein gutes Beispiel ist ja immer, dass zum Beispiel Frauen bis 1977 ihren Mann unterschreiben lassen mussten, wenn sie arbeiten wollten. Und allein daran zeigt sich schon, wie sich ja die Verhältnisse verschoben haben. Das war zwar 9 Jahre nach 68 erst, aber wenn man sich die Erfolge nochmal vor Augen führt, würde ich sagen, gerade im kulturellen Bereich, im Bildungsbereich, in den Geschlechterverhältnissen hat sich
natürlich, aber auch durch Kämpfe und auch langsam, aber schon sehr viel verbessert. Also das muss man einfach sagen, wenn man sich anguckt, wie waren die Verhältnisse 1960, ist es eindeutig ein Fortschritt. Wo die 68er, glaube ich, ein bisschen aufgelaufen sind oder auch gescheitert sind, ist in diesem ganzen Bereich, sozusagen dem harten Bereich der Ökonomie, wenn man sagt, ja gut, wie kann man jetzt Gesellschaft oder auch Wirtschaft oder die Ökonomie gerechter gestalten? Wie kann man auch das Profitinteresse der Wirtschaft ein bisschen zurückdrehen? Da sind natürlich die hochtrabenden Erwartungen nicht so erfüllt worden. Und man muss natürlich auch gucken, wenn man nochmal global schaut. 68 war ja auch, fand ja auch zu einer Zeit statt, in dem auch dieser ganze Prozess der Entkolonialisierung im Grunde an sein Ende kam. Das ist ja auch ein Bestandteil von 68 gewesen, wenn man jetzt nochmal global drauf schaut. Viele der Folgen, die 68 hatte, also 68 war ja, ist ja an einem Jahr festgemacht, hatte dann aber, hat sich eigentlich in die Gesellschaft dann hinein ausgebreitet, ging ursprünglich von einer relativ kleinen Gruppe eigentlich aus und hatte eine breite Wirkung rein in viele Felder, in die Pädagogik, in die Bildung, in die Medizin, an die Universitäten. Und das sind ja Sachen, von denen wir bis heute profitieren und ich denke, oder auch die es bis heute ja gibt. Und ich denke, was auch eine große Wirkung ist, ist natürlich der ganze Bereich Feminismus, Frauenbewegung, Frauenrechte, sexuelle Gleichberechtigung, Vielfalt von Lebensmodellen. Da hat sich ja in den letzten 40, 50 Jahren ja wahnsinnig viel geändert. Und das ist ja das, was viele auf der Rechten eben auch ganz stark diffamieren. Ja, die benutzen ja Begriffe wie Genderwahn, Kuschelpädagogik, Egopädagogik. Also die wollen schon diese Errungenschaften, nenne ich es jetzt mal, von 68 auch wieder zurückdrehen, weil die ihnen aus irgendeinem Grund auch nicht passen. Also das heißt, die nehmen die ja schon ernst und daraus selbst allein nur aus dieser Antikritik kann man ja schlussfolgern, dass es schon Errungenschaften von 68 gegeben hat. Und die sind auf jeden Fall, denke ich, auch für die Linke auf jeden Fall auch heute noch verteidigenswert.